Der VSV empfängt am ersten Spieltag die Rückkehrer aus Zagreb. Die Stimmung in Villach, wie immer gut, einem tollen Eishockeyabend steht also nichts im Wege. Der VSV ist bereits nach 6 Minuten in Überzahl, besser gesagt in einer Zweimann-Überzahl. Da ist viel Betrieb vor dem Tor der Kroaten und Serauer. Aus kurzer Distanz drückt er da die Scheibe über die Linie. Ja, und ein frühes Tor zum Auftakt gibt natürlich Selbstvertrauen. 2 Minuten später Schlacher aus der Distanz. Toller Schuss zum 2:0. Gesprächsbedarf bei den Kroaten, die dann gegen Ende des ersten Abschnitts auch aktiver werden. Boivin hinter dem Tor und dann der Treffer. Der zweite Abschnitt gehört dann wieder den Villachern. Bacher aus der Distanz. Und Niki Petrik verwertet den Abpraller. Der 2-Tore-Vorsprung ist wieder hergestellt. Nur wenig später gibt's dann den Doppelschlag. Brunner aus der Distanz. Der Torhüter der Kroaten sieht hier allerdings nicht wirklich gut aus. Die Gäste können auch im letzten Abschnitt nicht mehr zulegen. Ganz im Gegenteil, Benjamin Petrik verwandelt das gute Zuspiel zum 5:1 und kurz vor dem Ende gibt es dann sogar noch einen Treffer zu sehen. Leila lenkt den Schuss von Bacher ab. Die Villacher lassen Ligarückkehrer Zagreb keine Chance.